Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Wir machen weiter mit den Missionen. Ihr seht, SOS habe ich schon vollständig abgeschlossen. Beim letzten Mal habe ich nämlich über 10 Minuten gebraucht. Also ich habe schon aufgenommen, habe über 10 Minuten gebraucht, bis ich es gefunden habe. Man könnte es vergleichen mit einer Ostereiersuche. Jetzt, wenn ich es gerade aufnehme, ist gerade Sonntag. Es ist Ostersonntag. Und da ist einfach so ein Flugzeug, das mich fast ummäht. Naja. Also man kann es vergleichen mit einer Ostereiersuche. Dann steigen wir mal ein. Ausnahmsweise haben wir es mal geschafft, ohne unter das Flugzeug drunter zu fallen. So, dann machen wir ein bisschen mehr Schub. Machen wir erstmal Autobremsen an. Und drehen wir direkt auf die Startbahn. So. Dann können wir auch direkt 100% Schub geben. Und abheben. Ja, wir müssen einfach einem SOS-Signal folgen. Und das machen wir jetzt auch. Natürlich müssen wir abheben. Und das ist jetzt ein bisschen spät. Ja, ich bin spät abgehoben. Jedenfalls müssen wir jetzt eine Weile geradeaus und dann nach links. Ihr seht ja oben, das leuchtet so auf und das könnt ihr auch hören, dieses Beep, Beep, Beep. Wenn es schneller wird, kommen wir natürlich näher. Ist ja logisch. Und deshalb bin ich auch ein bisschen leiser, damit ich selber hören kann, ob ich näher komme oder nicht. Bisher ist es gleichmäßig. Wir fliegen hier einfach so ein bisschen an der Küste entlang. Und dann ein bisschen weiter ins Land hinein. Wir müssen hier auf jeden Fall über diesen Staudamm drüber. Dieser große See hier vor uns. Da müssen wir drüber. Und ich würde mich vielleicht noch ein bisschen weiter links halten. So, wir sind auch schon relativ in der Nähe. Ich glaube, ja, es wird noch nicht schneller, aber es wird's gleich. Noch ein bisschen mehr links halten. Also fliegt hier einfach die Küste entlang. Bisschen weiter drin. Und dann klappt das schon. Einfach einen großen Kreis. Und ich habe das Gefühl, ja, ich glaube, es wird langsam schneller. Ja, es wird definitiv schneller. Und da haben wir es gefunden. Okay, man kann es auch sehen, also es ist so lila markiert. Beenden wir. Und dann nächste Mission. Hier haben wir eine Cargo-Mission. Okay. Und hier müssen wir einfach, in der Nacht fliegen. Gut, dann schalten wir das mal frei und starten wir die Mission. Oh, wir fliegen in der Nacht. Okay, Hauptlichter und Signallichter sind an. Geben wir einfach mal Schub drauf. Und dann fliegen wir los. So, jetzt können wir auch schon abheben. Bisschen weniger Schub können wir auch noch dazu machen. Jetzt fliegen wir das erste Mal im Dunkeln. So, jetzt eine leichte Kurve. Oder eine starke Kurve. Wir fliegen dicht über die Stadt, okay. Oh Gott, wir sind ziemlich dicht über dem Boden.
Oha, ich bin fast in ein Haus reingekracht. Das wollen wir ja nicht. So. Dann fliegen wir einen großen Bogen. So. Schräglage schön beibehalten. Jetzt sinken wir wieder ein bisschen. Nehmen wir wieder ein bisschen Schub raus. Oh, Fahrwerk. Ich habe das Fahrwerk die ganze Zeit draußen gelassen. Ist natürlich sehr klug. So, jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben. Wir fliegen ja auch gleich bergauf. So, jetzt hoch. Wenn wir oben sind, nehmen wir wieder Schub raus. Weil wir danach wieder ein Stück runter fliegen. Und wir fliegen quasi Slalom über den Boden. Was kein bisschen gefährlich ist oder so. Vor allem nicht in der Nacht. Aber gut, machen wir einfach trotzdem. Dicht am Berg vorbei. Und jetzt brauchen wir wieder Schub. Vielleicht nicht ganz so viel, aber schaden kann es ja nicht. Wow, da müssen wir hoch. Komm schon. Oh Gott, das war knapp. Und den da werden wir verpassen, ja. Automatische Bremsen. Die brauchen wir jetzt. Komm schon. Okay, wir haben einen Checkpoint verpasst. Leider. Aber ich denke mal, das ist nicht allzu schlimm. So, langsam können wir auch wieder das Fahrwerk rauspacken. Wir machen ja jetzt hier eine scharfe Linkskurve. So. Und nochmal. Oh Gott, das war knapp. Und nochmal. Gut, dann machen wir uns bereit. Oh, wir sind ein bisschen weit links. Ja, rechts meine ich. So. Oh Gott, ich bin wieder abgehoben. Komm schon, ich will eine saubere Landung haben. Okay. So, bremsen, drehen, bremsen, so. Und geschafft. Später. So, wir haben nicht alles geschafft. Leider. So, was haben wir hier? Weiß nicht, erstmal schalten wir mal beides erstmal frei. So, Cargo und Bergroute. Einfach landen. Und ein Stromtransformator und aufnehmen und an einen Flughafen bringen. Okay, Also ich glaube, wir nehmen erstmal Cargo. Ja. Oh, Moment. Kalibrieren. Automatische Bremsen. So, okay. Dann geben wir mal ein bisschen Schub. Und dann müssen wir es erstmal einladen. Und dann losfliegen. Ah, noch ein bisschen Schub. Bremsen. Okay. Ich bewege gerade nichts. Ja. Okay. Gut.
Der Transporter fährt gerade komplett alleine, nur so zur Info. Es ist hinten nicht offen. Okay. Ach so, okay, ja. Flache Position. Kann ich vielleicht auch was sehen? Nein, okay, dann nicht. Gut, aber haben wir es. Und schließen wir wieder. Und da fährt er. Also, wo müssen wir hin? Müssen nach da. Gut. Dann geben wir einfach mal ein bisschen Gas. Vielleicht ein bisschen mehr Gas. Dann drehen wir hier rechts. Und da sind wir ein bisschen drüber gegangen, aber okay. So, und gleich müssen wir nach rechts. Nochmal. So, wieder ein bisschen bremsen, damit wir langsamer werden können. Und dann Schub auf 100. Und dann können wir gleich abheben. Hier können wir die Komponenten reinmachen. Und dann können wir auch eigentlich schon direkt abheben. Komm schon. Dankeschön. So, machen wir mal auf 60%. Und dann fliegen wir hier einfach lang und liefern diesen Transformator. Weiß noch nicht genau wo, aber irgendein Flughafen wird schon sein. Wieder dicht vorbei an den hier an den Windturbinen. Gar nicht gefährlich oder so. Ihr kennt's ja. Also ich glaube, normalerweise fliegt man höher. Und nicht so dicht über dem Boden. Okay, bei diesem Flughafen hier landen wir nicht. Das ist dann auch schon mal geklärt. Und jetzt nehmen wir wieder ein bisschen Schub raus. Oder? Nein. Nein, wir landen nicht hier. Aber wir fliegen dicht über die Stadt drüber. Ah, man kann die automatischen Bremsen auch nutzen, um in der Luft langsamer zu werden, wenn man zu schnell ist. Einfach kurz auf die automatischen Bremsen oder auch auf die manuellen Bremsen. Dann kann man bremsen. Ist irgendwie logisch. Und wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Also merkt euch, Leute, Bremsen sind zum Bremsen da. Ihr seht, Bremse und wir werden langsamer. Dann müssten wir jetzt eigentlich alle Checkpoints bekommen. Bisschen nach rechts, einmal um den Berg rum, glaube ich. Ja, und dann landen wir auch schon. Und oh komm, das war so knapp. Wir sind wieder ein bisschen schnell. Was? Bremsen. Bremsen, 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 bremsen. Ich bin dicht drunter durchgeflogen. Das habe ich jetzt aber bekommen. Komm. Wow, okay. Oh, manuelle automatische Bremsen. So, Fahrwerk raus. Ah, Panik. Alle Mann an Bord.
Oh Gott, ich bin fast zu schnell gelandet. Okay, das war eine harte Landung, aber wir sind gelandet. So. Brems, brems, brems. Jetzt sollen wir da stehen bleiben. Ich glaube, wir fahren einmal rum. Und dann müssen wir wahrscheinlich wieder die Rampe aufmachen und so. So, wieder drehen. Wir sind ein bisschen schnell. Und jetzt wieder so rum. Müssen wir uns umdrehen? Ich glaube nicht. Fahren wir einfach vorwärts rein. So, und wow, da sind wir schön drüber geschlittert. Einmal umdrehen. Und nochmal in die andere Richtung. Und dann Schub aus. Bremsen. Gut. So, dann können wir wieder die Cargo-Rampe flach machen. Ja. Dann kann der Transporter hier das rausholen. Ich glaube, dass der Transporter es auch alleine geschafft hätte. Vom anderen Flughafen hierher. So, wir stehen natürlich ein bisschen schief, aber oh, ich kann sogar in die erste Person gehen. Komm, wir gucken mal. Oh, der ist gerade weggefahren. Und die Mission ist vorbei. Und ich kann mich nicht bewegen. Hilfe. Ja, okay. So, sollen wir noch eins machen? Ich weiß nicht. Ja, das dauert nicht lange. Da steht 2 Minuten 45. Das heißt, das kriegen wir hin. Eine letzte Mission, da haben wir auch schon die 20 Minuten. Und dann reicht das auch für heute. Oh, warte mal. Soll ich fliegen? Oder soll ich rollen? Weil das so tief ist. Ja gut, dann fliegen wir einfach über den halben Flughafen drüber. Ich weiß nicht ganz genau warum, aber okay, machen wir einfach. Wieder runter mit dem Schub. Machen wir mal auf 50. Bremsen. Ich würde gerne bremsen. Und hoch, hoch mit der Kiste, hoch, hoch, hoch. Okay, wir haben eine ganze Menge an Geschwindigkeit verloren. Und wir werden wieder eine ganze Menge an Geschwindigkeit verlieren. So, hoch, hoch, hoch. Gerade so über den Berg geschafft. Machen wir 60. 60%, dann sind wir sicher. Wieder ein bisschen höher. Und das verpassen wir. Oh nein, doch nicht. Bremsen. Wir müssen langsamer werden. Langsamer, 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 langsamer. Okay. Haben wir geschafft. Jetzt müssen wir hier lang. Und ich glaube, jetzt können wir auch wieder ein bisschen bremsen. Bisschen langsamer werden. Ja, das haben wir geschafft und jetzt müssen wir hoch. Hoch in die Lüfte. 100% Schub. Damit wir hier schön hochkommen. Und dann wieder Schub runter. Weil wir gleich wieder den Berg runterdüsen. Oh Gott. Ich habe fast den Boden da berührt. Wieder ein bisschen die Bremse reinhauen. So, und wieder hoch. Sehr schön. Und wir scheinen gleich zu landen. Jetzt müssen wir gleich hier so einen scharfen Bogen zwischen den ganzen Bergen fliegen. Das ist natürlich
eigentlich nicht so schön, aber gut. Was soll man machen? Schub runter, automatische Bremsen. Wir landen ja gleich. So. Und dann müssen wir nur noch ein bisschen links fliegen. Ich weiß gar nicht genau, wohin. Ach, da runter. Oh. Okay. Da runter nochmal bremsen. Oh, das war wieder ganz knapp. Ganz knappe Kiste. Komm schon. Ah. Ja, okay. Die letzten werden wir verpassen. Fahrwerk. So. Okay, ein bisschen hart, aber egal. Wow, 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 okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das geplant war, hier zu bremsen. Nein, war nicht geplant. Okay, fahren wir wieder zurück und bremsen dort. Weil es dem Speer sonst nicht gefällt. So, und jetzt können wir wieder Schub wegnehmen und bremsen. Gut, wir haben es wieder nicht geschafft, alles zu bekommen, aber wir haben es geschafft. Und es reicht sogar nicht mal für die nächsten Missionen. Wir brauchen noch mehr Geld. Das heißt, ich werde ein paar von diesen Missionen nochmal fliegen müssen. Ja. Also, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.